So, wir sind hier. Feiern wir Bart. Und wir haben schon ein bisschen testweise ein Auto poliert. Das heißt, wir haben genau zu sehen, just den Dach poliert. Du hast zwar schon ganz viel rausgekommen, fand ich. Ich weiß nicht, den Eck hier. So, wir haben mal den Ausgangspunkt. Ich mache mal die Lute aus, die haben drin. Hopp, so. Das wäre der Ausgangspunkt. Und so gesagt, der ist nur ein Polieren. Schon ein großer Unterschied. Die Seite noch rein. Alles wie blass der das. So rosa wie die Kotflüsse. Die Kappe haben wir noch nicht poliert. Wir gehen davon aus, dass die nicht nur lackiert ist, weil den das viel Mana verblasst. Ja. Das schaffst du. Das ist auch so, wie sie mir das machen. Ja. Wir haben heute Test, weil ich auch hier oben, da wo der Kollege lang gegangen ist, heute zu polieren. Da war so ein paar Flecken im Glas bei uns, wo es vergilbt war. Und wir gucken mal, ob wir mit der Proxon Winkelschleifer das noch wegkriegen. Wir sind mal gespannt. Ich weiß, ob ich halt kann abhacken, die Flecken schmeiß ich schon mal. Wenn ihr genau guckt, sind halt so Flecken. Das ist halt das nicht so extrem, das ist auf der Rätsel mehr. Wir haben den da so weit aufgeschlossen für unsere Haut. Wir gehen jetzt schon polieren, den Erdhörer wird noch gemacht. Da gehen noch Plastiks, ja, Stecker auf der Seite gemacht, die so groß sind und so. Voilà, und dann können wir, wenn alles gut geht, mal nach oben dem Klient und Auto rum gehen. So, neuen Tag, neuen Glück. Haut das, wie ich gestorben schon gesagt habe, den Erdhörer drunter natürlich noch den Rest vom Lager polieren. Mal gucken, wie gut das hat gelenkt, ich so, und das wird schon klappen. Wie inwiefern wir die Schrepen rauskriegen, ist da nicht. Sowohl verschiedene sind immens tief, die sind bis auf Grandierung. Du hast höchstens, da sind sie nämlich gerade so gut gesagt, aber verspannen die sie nicht. Wann legen wir da mal aus? Hier habe ich schon ein bisschen abpoliert. Und wenn dann hier rauf geht, da sehen wir dann aber, da ist noch alles matt. Spiegelt doch nicht viel, während das hier immens viel spiegelt. Dann teilen wir nachher einen Test mit dem mittleren Cut, also mit mittlerer Politur, natürlich nicht mit der stärkste. Finish ist noch kein Drop. Da ist bloß Stöps Drop, wie du gesagt hast, machen wir noch weg. Mit war ein Test. Und da war es dann noch am Rosa. Hier gesehen ihn doch. Hier hat der Vierbesitzer schon ein bisschen Farflack Drop gemacht, für Farbstift Drop gemacht. Das ist nicht so ganz gut gelungen. Gucken wir mal, was wir da mit den Politönen hinkriegen. Ja, für die rechte Seite hat das schwarz. Na, da war mal ein bisschen schwarz. Das müssen mal ein bisschen schwarz gehen, das ist nur groß. Aber da können wir mal so nachher noch drin, das ist alles kein Problem. Ich habe noch ein bisschen übergelöst, du hörst die kleinen Proxon, aber du hast schon gut gehen. Ne? So auf die Kanten hören sie den Proxon, weil mit dem größeren Pad können die nicht gut auf die Kanten. Ich muss auch noch Gummi aufpassen auf der, bei der Fensterhanne. Wie gesagt, die Dave Schreiber geht schwer für das Reißekrennen, aber so soll es schon gut gehen.
Edge Kamerabell voll. So, wie gesagt, dass den paar Schock, den paar Schock der Kotflügel im Scheirout gehen. Dann muss ich so rosa wie mal war. Ja, nicht schon gezoomt, nicht das Zoom. So, Zoom. Nicht so rosa wie mir war. Der Rest vom Auto ist noch ein bisschen matt. Ich muss halt Politur noch aufschruppen. Aufwischen. Schruppen ist schlecht. Wischen wir den durch. Aber ich gebe Mengen, das lässt sich schon weisen. Ich muss schon eine Hand und Mal machen. Wie gesagt, du gesagt, in einem fairen Unterschied zwischen dem irdischen und dem indischen Deal. Mal das Schei rosa. Während Teil Schei rot ist. Na ja, nur noch ein bisschen zu dienen.